herzlich willkommen, liebe Leute, zu dem neuen Infovideo hier auf meinem YouTube-Channel Gamer Accounts. Diesmal ist es noch was soweit. Es ist wieder Zeit für ein großes Splatoon 2 Turnier. Mit dem guten Destructor, das haben wir mal wieder noch einmal organisiert. Einen wunderschönen guten Tag. Genau. Und Destructor ist gleich ein gutes Disswort, denn der wird uns jetzt ein bisschen erklären, auf was ihr euch denn erstmal einstellen könnt bei diesem Splatoon 2 Turnier. Ja, dieses Splatoon 2 Turnier wird etwas Besonderes. Also ich komme jetzt erstmal zu den Preisen. Ich werde nicht viel dazu sagen. Ich sag nur, es ist mehr und es wird diesmal keine Preise für den ersten, nicht nur für den ersten geben, sondern für die ersten drei, also für die Top 3 Teams. Gespielt wird wie immer 2 gegen 2. Es wird diesmal aber in etwas anders abläufen. Wir spielen ein First to Three in Match 2 gegen 2. Das erste Match wird ein Revierkampf sein. Das Verliererteam darf sich eine Stage aussuchen, das Gewinnerteam dann den Modus. Und gespielt wird an sich in einem K.O.-Bracket. Ganz genau. Klingt das mal sehr interessant. Vielleicht zu den Preisen noch was gesagt, weil das ja in der Vergangenheit leider ein paar Mal der Fall war. Die Preise werden auf jeden Fall alle ankommen. Wie gesagt, ich will noch nicht so viel davon, oder wir wollen noch nicht so viel davor beraten, aber die Preise sind bereits vor Ort und werden dann direkt losgezählt, sobald die Gewinner feststehen. Also das kommt alles auf jeden Fall ein. Da ist diesmal die Preise und nicht alleine stemmen, sondern die, will ich sagen, gesponsert werden. Aber auf jeden Fall ist Destructor da auch so einen sehr großen Teil beteiligt. Dafür erstmal vielen Dank, weil das ja definitiv nicht selbstverständlich ist. Kein Problem. Ja, vielleicht doch ein paar Eckdaten so kontrollieren, was so ein paar Sachen, von denen ich denke, dass sie vielleicht ganz wichtig sind zu wissen. Einmal, wann ist denn überhaupt das Turnier? Das Turnier ist nächsten Samstag, das ist der 6.6. um 20.15 Uhr, passend zu Primetime, geht das Ganze los. Also es ist ein Splatoon 2 Turnier, jeder kann mitmachen, vielleicht noch so Teilnehmeranzahl, was von jedem Schock da. Also, wie war's nochmal? Also 8 Teams wären schon gut, genau, würde also ich heißt, sagen. Ein Team, aus wie vielen Personen nochmal besteht das Team? 2. Wie viel? 2 Team, 2 Personen pro Team. 2 Personen pro Team, heißt am besten, tut ihr euch so eine 2 zusammen, überlegt euch den Teamnamen und alles. Sollte aber jemand allein stehen sein und sagen, es soll trotzdem mitspielen, dann ist es gar kein Problem, dann sorgen wir, dass wir euch doch irgendwie zuteilen. Ein Anmeldefrist ist, sagen wir mal, ja, ein Tag davor, Freitag der 5. um 12 Uhr mittags, dann haben wir noch genügend Zeit, Notfallsteams einzuteilen. Und jetzt erklärt es euch noch geschwind, wie ihr denn teilnehmen könnt. Und dazu geht ihr auf den ersten Link in der Videobeschreibung und dann kommt ihr zu meiner Website. Also gameaccounts.net, das WordPress/Turniere. Da kommt auf diese schöne Seite hier. Da habt ihr die Möglichkeit, euch so schön anzumelden beim Turnier. Da habt ihr nämlich hier dieses Formular, was ihr da bitte ausfüllt. Da gebt ihr euren Namen ein. Da wird es euch bitten, einmal euren, entweder halt euren Vornamen, kann aber auch ein Synonym sein. Es war zum Beispiel Gamer65 oder so. Und dann noch, auf jeden Fall, wenn ihr ein Team habt, den Teamnamen dazu zu schreiben. Heißt zum Beispiel, wenn sich jetzt 2 Leute anmelden, jetzt das Beispiel jetzt eben ist ein Destructor, dann würde da zum Beispiel stehen, David, Destructor und dahinter einfach der Teamname, zum Beispiel, das ist was, Team Gamer Couch oder so. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn ihr euch alleine anmeldet und ihr noch kein Team habt, schreibt ihr einfach nur euren Namen hin. Dann E-Mail-Adresse, die ist einfach so Bestätigung, da werden wir eine Bestätigung hinzicken, dass ihr am Turnier teilnehmt. Game, da wählt ihr bitte Splatoon 2 aus, weil es ein Splatoon 2 Turnier ist. Dann bestätigt logisch ihr das Ganze, genau, tut noch Datum und Newsletter ist freiwillig. Und dann seid ihr auch angemeldet, das Ganze funktioniert nur über den Weg. Das heißt, irgendwie in die Kommentare zu schreiben, dass ihr anmelden wollt, das geht nicht. Bitte nutzt das Formular, das ist einfach für uns dann auch übersichtlicher zum Auswerten von dem Ganzen. Genau. Wie gesagt, Link ist der erste Link in der Videobeschreibung. Falls ihr irgendwelche Fragen zum Formular habt, zum sonstigen Turnier, könnt ihr euch gerne an Miss oder an Destructor melden.
auch das Regelwerk könnt ihr auf der Turnierseite nochmal nachlesen. Das zeige ich jetzt auch noch geschwind. Also auf der Seite Turnierregeln sind hier die Turnierregeln. Ich glaube, die Seite hat auch der Destructor damals mal erstellt. Dann haben wir hier die Regeln zum Splatoon-2-Turnier. Die werden aber vom Turnier auf jeden Fall nochmal geupdatet bzw. geprüft, dass sie einfach auf dem aktuellen Stand der Dinge sind. Wisst ihr Bescheid? Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dazu gerne in die Kommentare. Gibt's noch irgendwas von deiner Seite aus, Destructor? Oder ist alles gesagt eigentlich, oder? Von mir aus gibt's jetzt eigentlich nichts wirklich, also würde ich sagen, wir sehen uns dann am 6.6. um 20.15 Uhr hoffentlich. Ganz genau, erstmal weckerstellen, am 6.6. um 20.15 Uhr geht das für die los. Mich würde freuen, wenn ihr mitspielt. Alle, die wollen und Splatoon 2 haben, online haben, können gerne mitspielen. Und sonst würde ich mich freuen, falls ihr das Spiel habt, dass ihr es zuseht. Es wird es auf jeden Fall lohnen. Dann sag ich, vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe auf rege Teilnahme an einem großen Splatoon 2 Turnier.